Wir befinden uns am Südtiroler Platz hinter dem Bahndamm des zukünftigen Hauptbahnhofs. Und zwar beim Eingang zur Favoritenstraße, zur Fußgängerzone. Eingang, würde ich sagen, auch zum 10. Bezirk. Das Innovative an dem Projekt ist, dass es eine Holzkonstruktion in der Größenordnung, also vor allem mit der Höhe, in der Art noch nicht gibt. Also wir befinden uns im Moment im zumindest Europas höchsten begehbaren Holzturm. Wien hat zu wenig Türme. Also das, was da herumgebaut wird, sind so irgendwelche komische Machtsymbole dieser neuen Managerklasse. Hier ist es so eine relativ einfache und einsichtige Sache. Ich halte das für ein Beispiel einer hervorragend freundlichen Architektur, was da passiert. Der Turm ist ja eigentlich nur ein Teil der gesamten Ausstellung. Grundsätzlich wird ja in der Ausstellung das städtebauliche Gebiet, das hier um den Hauptbahnhof entsteht, gezeigt und der Hauptbahnhof selber. Als Höhepunkt bzw. auch als Abschluss der Ausstellung wird man dann über eine Brücke in den Turm einsteigen und dann über zwei Panoramalifte auf die Höhe von ca. 42 Meter geführt und dann hat man den Blick über das Areal und kann so quasi verfolgen, das, was man vorher in der Ausstellung gesehen hat. Es hat auch eine eigentlich schöne nostalgische Note. Ich habe mir gedacht, dem ÖBB ist Holz für die Eisenbahnschwellen übrig geblieben und jetzt sind sie schön hinauf montiert worden. Also es hat viel mehr Eisenbahnsymbolik, als man auf den ersten Blick sieht. Aber der Turm samt der Ausstellungshalle kann man schon als sehr, sehr gelungen bezeichnen.